Hallo und willkommen zurück bei Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir sind, habe ich schon wieder vergessen, und hier sitzt der Ritter Zornbold, der mehr oder weniger auf der Durchreise ist, wieder eigentlich zurück nach Andergast, um dem König da zu Bericht erstatten, dass irgendwas da nicht stimmt. Kurze Zusammenfassung, rafft eh keiner, ja. Problem ist, hier wohnt ein Zwerg namens Kram, der hier auch irgendwie Kram zu verkaufen hat. Allerdings hat er sich hier verbarrikadiert, weil er angeblich dem Ritter sein Pferd irgendwie, oder beziehungsweise dem Ritter irgendwie verdorbenes Futter, Pferdefutter angedreht hat und sein armer Gaul da verreckt ist. Ja, und jetzt sitzt er da und wartet sehr wahrscheinlich, dass er hier weg ist. Und ja, wir haben angeboten, hier unseren tollen geklauten Wagen ihm zu vermachen. Aber er ist eher auf unser Pferd scharf, aber wir sollen halt ihm erstmal irgendwie mit einem Angebot kommen. Ach, da hier der Rabe, den habe ich ja gar nicht gesehen beim letzten Mal. Ja, wir haben hier noch eine Mechanik, an der wir rumtüfteln können. Ein Bärstrauch, an den wir nicht ran können. Ja, er sitzt hier drin und da kommen wir auch nicht rein. Mit dem Raben haben wir noch gar nicht gesprochen. Wundervoll. Eine Traumstimme behauptet, dass ich das Ende bringe und schon begleitet mich ein Todesvogel. Ja, dann quasseln wir mal mit dem noch. Nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Nein. Ich versuche es. Du? Mal schauen. Ja. Neues von Kreaturen. Ja, wir sind ja auf der Flucht vor irgendwelchen, keine Ahnung, sahen aus wie Elfenzombies. Dann erzähl mal. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Ja. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Aktuelle Situation. Noch nicht ganz aussichtslos. Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Ja. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Etwas, wonach uns die Götter streben lassen. Was ist deine Bestimmung? Jedenfalls kein verfluchter Unglücksbringer zu sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Fürchtest du nicht die Prophezeiung? Was ist, wenn sich das Unheil nicht vermeiden lässt? Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Woher weiß der Rabe von der Prophezeiung? Nuri weiß davon ja auch nichts, oder haben wir ihm das irgendwann mal verraten? Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt, die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Naja, wir müssen uns ja nicht an die Zeit ketten, deswegen, das wäre ja dann irgendwie Unsterblichkeit. Deswegen, man kann doch sein Schicksal erfüllen innerhalb seiner Lebenszeit, oder? Ich schaue mich mal weiter um. Jo. Wie gesagt, wir haben hier eine Mechanik. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Kurbelstange? Okay, wir haben auf jeden Fall mal Zügel, die können wir hier mit der Mechanik verbinden. Dann haben wir schon mal so einen lustigen Keilriemen.
So, Stange, Trommelschläger werden doch bestimmt hier eine geile Stange abgeben. Als Kurbelstange viel zu dünn. Verdammt. Der Schellenstab. Passt genau. Klingelt nur jetzt jedes Mal beim Drehen. Feuer! Feuer! Mordio! Nee! Die Orks stürmen! Nee! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind! Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg! Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Ja, keine Ahnung. Deswegen ja, offenes Haus ist es vielleicht jetzt. Und da stand auch nicht irgendwie dran Ork-Warnglocke, sondern Mechanik. Da fummeln wir halt gerne mal dran rum. Streit mit dem Ritter. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Halt die Klappe! Ja, nachhaken, komm. Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Hm. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist dir schon gut? Menno... Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Okay, er will ein Gold, deswegen dann müssen wir sehr wahrscheinlich dem Ritter mal mindestens ein Gold irgendwie aus den Rippen leiern. Ja, da werden wir wohl ein bisschen handeln müssen. Gott im Himmel. Oder können wir ihm hier den Wagen und Pferd anbieten? Na ja, gut, fragen wir erstmal über den Feenforscher aus. Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter. Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja. Ja. Ich sag es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Was willst du denn haben? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ach, Alter. Was willst du denn haben hier? Ein Rasierapparat oder was? Oder soll ich dir irgend so einen komischen Kristall aus der Stadt unterm Berg bringen, was von einem Drachen bewacht wird? Ich hab da ein paar Zwerge schon losgeschickt mit so einem ollen Zauberer und so einem komischen Halbling-Typi. Die machen das. Aber erst im nächsten Jahr. Ach ja, Pferd und Wagen anbieten. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Was schleppen die denn mit sich rum? Ich lass dich wieder in Frieden. Ja. Du mich auch. So, ja, okay, da müssten wir immer noch hin. Können wir dem hier irgendwelche Beeren unterjubeln? Ja, komm. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Pferd gegen ein Goldstück. Nee, ich hätte jetzt gesagt, Pferd gegen zwei Goldstücke und dann hätten wir auf ein Goldstück runtergehandelt. Geron, du raffst das hier nicht, oder? Du weißt noch nicht so ganz genau, wie das mit der Wirtschaft funktioniert. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori.
Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Dunkle Kreaturen, Mugen an Zuhause erinnern. Ja, an Zuhause erinnern bringt nichts, die will ja eh nicht zurück. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Nicht schlimm. Ist doch auch schön hier. Was sind das für Bäume da? Wenn es dir gut geht, Mädchen, ist alles in Ordnung. Ich kann es nur nicht sehen, wenn schöne Mädchen leiden. Dann musst du eben wegsehen. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Ach, jetzt haben sie plötzlich getötet. Deswegen, also, als ihr abgehauen seid, hast du noch irgendwie gesagt, sie konnte flüchten. Deswegen jetzt... Oder hast du ihr das schon vorher irgendwie gesteckt, dass du da gelogen hast? Naja. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Nee. Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nori? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Was? Ausrüstung des Ritters? Ritter kauft Ausrüstung? Ein Goldstück für das Pferd? Ritter kauft Ausrüstung für uns? Oder hat er noch? Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre allen... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Er verlangt doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Pah! Ja, doch, tut er leider. Ausrüstung des Ritters? Gebt uns doch einen Teil eurer Ausrüstung. Für das Pferd. Was denkst du dir, Junge? Ein fahrender Ritter trägt schon weniger bei sich, als er bräuchte. Außerdem ist alles, was ich habe, nicht für deinen Stand gedacht. Ja, aber du hast doch sicherlich hier Wasser und Brot und irgendwie sowas dabei. Hier, auf deine Rüstung kann ich verzichten. Sieh, Geron wird sich hier am Schwert sowieso schneiden und Nori wird den Helm falsch rum tragen. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nori wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Oh mein Gott. So, du aller Zwerg. Was willst du? Da. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Ja, wie jetzt? Hast du uns jetzt so viel verkauft, dass wir uns irgendwie totschleppen? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ja, okay, dann müssen ich wir... Ich lass dich wieder in Frieden. Knurr mich nicht so an. Dann müssen wir doch hier die Bären da irgendwie runterholen. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ach, Alarm. Trommelschläge. Ach so, das sind die Schlägel, Deckel, Seil, Feuerstein... Wasserschlauch, Decke, das war dann auch schon. Zinnflasche, können wir in das hier? Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Was?
Okay. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Also, halt. Können wir hier den Deckel mit irgendwas... Winling würde sich die Haare raufen. Komm, mit dem Deckel... Was soll er damit? Ja, keine Ahnung. Sich auf den Kopf setzen. Unsinn. Was könnte denn ein Deckel gebrauchen? Winling würde sich die Haare raufen. Aber ihm hier... Willst du den eintauschen? Dieses Stück Holz? Yep. Mein Arm ist zu kurz. Ja. Können wir nicht irgendwie... Vielleicht. Nein. Vielleicht doch. Wie komme ich darauf? Keine Ahnung. Besser nicht. Was? Wieso nicht? Oh, halt. Können wir das Messer dran binden, was... Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Zerschnittenes Seil, toll! Das lasse ich lieber. Können wir es noch kleiner schneiden? In einem Stück wäre es nützlicher. Können wir... Hatte schon bessere Einfälle. Können wir das? Besser nicht. Können wir hier... Ich verbrenne mich nur. Können wir am Deckel... Das führt zu nichts. Trommelschläge? Geht nicht. Wieso? Nein, was soll das auch bringen? Ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich hier ein zerschnittenes Seil, toll. Kann ich mit dem Messer hier noch die Decke zerschneiden? Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Können wir das Seil hier, hier heil machen? Oh, tatsächlich. Können wir es auch wieder kaputt machen? Schätze, das reißt auch ohne diesen Fluch bei der nächsten Gelegenheit. Okay, können wir das da kaputt machen? Nein, sie ist aus Zinn. Ah ja, okay. Gut, das heißt, wir können das hier zerschnippeln. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Aber wir haben ja schon alles probiert, es da damit zu kombinieren. Unerreichbar. Nochmal zusammenbasteln. Können wir das... Zu auffällig. Zu auffällig. Unwahrscheinlich. Dran binden, hochwerfen, hoffen, dass es sich verkeilt und dann hochziehen. Auch wenn so ein Trommelschläger sicherlich nicht das Gewicht halten würde. Dann halt Nuri hochschicken. Nuri, kletter mal hoch. Du kamst ja da in Andergast auch auf die Mauer. Hör mal. Was war das für ein Zauber, mit dem du uns gerettet hast? Es war die Macht des Mondlichts. Für die traurigen Feen ist es wie Feuer. Sie brennen darin. Was meinst du mit traurige Feen? Ich habe gespürt, dass sie einst waren wie ich. Und jetzt sind sie traurig? Sicher. Wenn eine Fee alle Zauberkraft verliert, stirbt sie nicht, sondern wird von Dunkelheit verschluckt. Dann ist sie sehr traurig und kann nie wieder lachen. Für mich waren das gemeine Unholde, die Iside auf dem Gewissen haben. Sie sind trotzdem traurig, glaube mir. Okay. Eine Magie ist auch für dich tödlich, nicht wahr? Du wärst daran selbst fast verbrannt. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Danke, Nuri. Und was jetzt? Ja, ich suche immer noch nach Hinweisen und so. Warum dienen diese bösen Feen dem Seher? Er muss sie verzaubert haben. Und jetzt lass das Thema sein. Ich werde sonst auch noch ganz traurig. Na gut, deswegen reden wir über den Überfall. Wie geht es dir? Ich bin traurig, dass Iside fort ist. Hoffentlich finden diese Schrecken bald ein Ende. Darum suchen wir den Feenforscher, um zu verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Ja. Lass uns später weiterreden. Gut, können wir... Wohin können wir hier? Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Ja, sehr wahrscheinlich da lang. Herr Ritter, Herr Ritter Zornbold. Bräuchte was ist mal los, Junge? Kurz eine Räuberleiter. Ende. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Kannst du hier, Was soll er damit? Ja, keine Ahnung, sich einen Bart wachsen lassen. Deckel, können wir... Mir fällt dazu nichts ein.
Feuerstein. Hm. Keine Zeit für Experimente. Doch. Feuer, Wasser und Posaunen. Das hilft mir alles nicht weiter. Ich müsste da hoch. Haben wir noch irgendwas im Wagen übersehen? Ja, Gliederpuppe. Die ist klar. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, halt. Was ist das denn? Fiole. Eine dunkelblaue Tinktur. Sieht ungesund aus. Ja, das ist da sein komisches Bartfärbemittel. Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Mhm. Können wir... Oh, pass mal auf. Klick. Was? Ja. Nein. Doch. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Keine Ahnung. Was können wir da dran riechen? Um Gottes Willen. Okay, also dieses Experiment verschieben wir dann, glaube ich, auf die nächste Folge. Bis dann.